Wir haben unser Einzugsgebiet gesehen. Auf der rechten Seite war der Neuenburger See, geradeaus der Murdensee mit dem Mowi und auf der linken Seite der Bielersee mit der St. Petersinsel. Wir befinden uns im Schweizer Dreiseenland. Das ist der Gemüsegarten der Schweiz. Es gibt verschiedene kleine Naturschutzzonen, Felder, die nicht bestellt werden, zeitweise, oder Waldränder oder kleine Oasen für Insekten. Und genau da haben wir fotografiert und gefilmt. Der Schmetterling vorhänger, das war ein Bläuling. Hier sehen wir das Morgenerwachen. Wir waren ganz speziell früh aufgestanden, um zu sehen, welche Insekten aktiv sind, und wir waren die Einzigen, die Ersten und Einzigen. Die Insekten waren noch nicht in der Lage, man sieht es hier sehr gut, sie sind mit Tau benetzt und sie waren ganz einfach nicht in der Lage, sich zu bewegen. Hier haben wir Dickkopffliegen gesehen. Sie nimmt gerade ihr Frühstück. Vermutlich Wasser oder Nektar. Und wir sehen hier auch sehr schön das Größenverhältnis zwischen der Dickkopffliege, ein schwieriges Wort, und den Blütenstängeln. Sie sind leider Parasiten von Hummeln und Bienen. Und hier bedient sich bereits der Nächste. Das ist eine Maskenbiene. Man sieht auch gut, woher der Name kommt. Sie haben wirklich eine Maske. Sie sind klein. Sie sind so 3,5 bis 10 mm groß. Und sie haben eine zweilappige Zunge. Gut. Manche Menschen sprechen auch mit gespaltener Zunge, also das ist offensichtlich auch bei den Insekten so. Hier sieht man schön, wie sie ihre Körperpflege macht. Ja, das ist außerordentlich wichtig für sie. Auch hier wieder das Größenverhältnis. Wie groß ist die? Etwa 3,5 bis 5. Sie ist eine der kleineren. Bienen, hä? Ja, von diesen Bienen. Und wir haben sie nicht viel getroffen, ich denke nur einmal. Ja, sie sind selten bei uns. So, und so sieht es am Morgen aus, alles voller Tau. Und wenn Sie denken, Sie haben Mühe, am Morgen aufzustehen, jetzt schauen Sie sich mal das an, was für Probleme die Kleinsten hier haben. Also, das ist unglaublich. Hier sehen wir ein Ameisenmännchen, das mit einer großen Tautropfe kämpft. Ja, das gibt unglaubliche Probleme. Sie haben ein kurzes Leben. Nach dem Hochzeitsflug sterben sie meistens. Ja, und sie sind, also der hier ist vermutlich am Abend vorher geschlüpft, also ausgeflogen, aus dem Nest ausgeflogen, und das ist sein erster Morgen. Und das hinterlässt einen sehr schlechten Eindruck von diesem Planeten, wenn man so kämpfen muss.
Oh, jetzt hat er seinen Fuß eingeklemmt. Problem gelöst. Das ist eine blaue Schmeißfliege. Auch sie hat einen schönen Tautropfen auf dem Rücken. Das ist eine Zikade. Hier sieht man gut, die Tautropfen stören sie nicht. Also der Rüssel geht hinter den Tautropfen runter und sie saugt direkt am Stängel. Der Tau ist ihr völlig egal. Aber springen kann sie so sicher nicht. Nein, das wäre zu viel. Das ist eine Polsterfliege. Woher sie den Namen hat, keine Ahnung. Sie hat so Polsterung auf dem Rücken. Vielleicht sitzt sie gerne auf dem Sofa. Ja, sie sind am Morgen schwer beladen mit Tau, müssen sich trocknen lassen. Und es sind Insekten sind Wechselblüter. Ja, heute sagt man wechselwarm. Wechselwarm, genau, nicht Blüte, wechselwarm. Das heißt, sie müssen, also die Körpertemperatur entspricht in etwa der Umgebungstemperatur. Ja, ja. Genau, was ja auch logisch ist. Und je wärmer es wird, umso aktiver werden sie. Mhm. Deshalb kann man am Morgen eigentlich sehr gut filmen, weil sie noch nicht so aktiv sind, also noch nicht so nervös. Und dann kommt eine Phase, da sind sie wirklich sehr nervös, das heißt, sie haben die richtige Betriebstemperatur, um zu fressen, und dann wollen sie natürlich alle zuerst frühstücken. Hier kämpft das rothalsige Getreidehähnchen mit dem Wassertropfen. Ja, der klebt ihm am Hintern fest. Sie sind auch klein, etwa 4 bis 4,5 mm. So. Gelöst. Ah, die ist winzig. Eine Blattzikade. Die ist so. 3 mm. In etwa, ja, sie sind sehr klein. Das ist ein Feldgrashüpfer. Und der hat den Tautropfen gleich als Kopfkissen genutzt. Wunderbar. Sieht eigentlich recht zufrieden aus. Auch er muss sich zuerst aufwärmen. So, das war's. Bis später. Bis dann.